Cool, Leute, ich bin's wieder, eure Shisha-Keule. Ja, jetzt kam leider eine Woche nichts von mir. Lag einfach daran, dass ich noch eine Hausarbeit für mein Studium fertig schreiben musste und da hat es zeitlich leider nicht gepasst, irgendwie noch ein Video reinzuquetschen. Und da ich jetzt auch nicht so auf schnell irgendwie was rausholen wollte, habe ich mir die Zeit jetzt genommen. Ich habe für euch heute den Blue Mountain. Habt ihr schon in meinem Intertabak-Video gesehen, beziehungsweise auch schon auf anderen Kanälen vielleicht. Blue Mountain. Und zwar ist das eine von den neuen Freestyle-Sorten, die jetzt auf der Messe in Arichma veröffentlicht worden sind. Blue Mountain soll sein oder ist an das Heisenberg-Aroma beziehungsweise an das Heisenberg-Liquid aus dem Vape-Bereich angelegt. 150 Gramm kosten 13,90 €, also wie gewohnt. Gucken wir mal kurz zum Schnitt beziehungsweise wie die Feuchtigkeit bei dem Tabak ist. Und auch hier kann ich wieder sagen, wie Freestyle gewohnt, einen sehr, sehr schönen, feinen Schnitt. Ihr habt keine groben Ästchen oder sonstiges mit drin. Eingezogen ist der Tabak wirklich perfekt. Ihr habt keine überschüssige Feuchtigkeit, ihr habt keine hellen Stellen. Das gefällt mir wirklich so sehr, sehr gut. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Vape-Aroma selber hier und vom Geruch her wirklich, es ist fast wirklich 1:1 dasselbe Aroma. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der liebe Michael auch das Original Heisenberg-Aroma hat oder das sich selber so zugemischt hat. Auf jeden Fall riecht das Ganze wirklich sehr, sehr gut, aber meines Wissens nach ist es, glaube ich, auch dasselbe Aroma. Ihr habt eine sehr, sehr schön, leicht süßlich, aber eher in diese herbe Schiene gehende Blaubeere. Eine angenehme, leichte Kühle von der Menthol, das merkt man auch an der Nase. Das Anis, was hier mit drin ist, rieche ich persönlich jetzt hier gar nicht so deutlich raus. Ja, dann kurz zum Setup. Rauchen tun wir das Ganze heute in meiner Ottermann-Pfeife mit der Egermann Jumbo Armor. Ja, Armor Bowl ist es. Gebaut habe ich das Ganze im Tonkopf mit Phoenix und 3 Black Kobus. Warum heute im Tonkopf? Ich habe das Ganze gestern mal in der Power Bowl AT mit Vollkontakt Lotus geraucht und die Mentholnote ist dort wirklich sehr, sehr stark. Also für mich ist es noch gerade so angenehm bzw. auszuhalten. Stärker dürfte es natürlich dann für mich persönlich nicht sein. Deswegen im Tonkopf ist es für mich persönlich angenehmer, da die Mentholnote nicht ganz so stark ist. Ich habe das Ganze jetzt ein ganz bisschen unter den Rand gebaut und dann den Phoenix oben drauf. Ja, und was haben wir im Geschmack? Was man definitiv merkt und was auch wirklich so die ersten 20 Minuten, halbe Stunde da ist, ist eine sehr, sehr intensive Mentholnote, die sich gerade hier so am Hals bzw. am Halsansatz oder Kehlkopfbereich sich niederlegt. Auch auf der Zunge merkt ihr wirklich, gerade wenn man mal so einzieht, habt ihr wirklich eine sehr, sehr angenehme Kühle mit dabei. Auch habt ihr was leicht süß-säuerliches beim Einziehen und wenn ihr das Ganze jetzt so aus dem Mund gelassen habt, dann bleibt diese sehr interessante Blaubeernote, die meines Erachtens eine andere ein anderes Blaubeeraroma ist, was man sonst so kennt. Also meistens gibt es ja diese in diese Ami-Schiene gehenden, eher künstlichen Blaubeeren, ja, oder diese, ich sag mal, etwas anderen Standard-Blaubeerennoten. Die ist jetzt aber doch nochmal eine ganz andere und die kannte ich bis zu dem Vape-Aroma jetzt auch noch gar nicht so. Das Ganze ist auch wie im Geruch nicht wirklich süß. Also ihr habt diese Süße am Anfang, allerdings bleibt das Ganze wirklich eher in so einer, es geht jetzt nicht ins herbe, bittere, aber es ist jetzt auch nicht so ein extremer babsüßer Flavor, wie es andere Blaubeersorten sind. Lässt man das Ganze so aus und wartet dann ein paar Minuten oder so während des Redens jetzt auch, merkt man diese leichte Anisnote. Sie ist aber wirklich nur sehr, sehr verhalten dabei. Also für die Leute, die jetzt direkt abgeschreckt sind, weil sie denken, da ist irgendwie Doppelapfel oder so mit drin, da kann ich euch die Sorge wegnehmen. Man schmeckt sie, aber wirklich auch nur ganz, ganz dezent. In der Power Bowl gestern ist mir auch gefallen, da merkt man diese Anisnote so gut wie gar nicht. Also es ist auch schon leicht Setup-bedingt. Ja, was kann ich euch jetzt als Fazit geben? Ich muss dazu sagen, die Dose hier ist schon fast leer und das hat auch einfach den Aspekt, dass ich den Flavor wirklich zurzeit
sehr, 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 sehr gerne rauche. Das Vape-Aroma habe ich auch persönlich selber sehr gerne gedampft, weil es ist einfach mal was ganz anderes, was mir wirklich persönlich sehr, sehr geschmeckt hat. Dazu muss ich sagen, ich mag auch die, oder generell, ich rauche gerne Blaubeere und auch hier bei dem Flavor oder generell bei dem Tabak. Es hat wieder meinen Geschmack vollkommen getroffen und meines Erachtens hat sich der Michel hier bei dem Tabak wieder selber übertroffen. Also ich kann euch wirklich schon eine Kaufen- oder eine Probierempfehlung ans Herz legen, denn ich feiere den Tabak wirklich übertrieben. Ja, und wenn mein Hund jetzt die Schnauze hält, kommt dann als nächstes Video die Ottermann-Pfeife. Da zeige ich euch einmal, wie das Ganze restauriert worden ist, beziehungsweise wie ich das Ganze umgebastelt habe. Ja, und dann wäre es das heute auch schon wieder. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch eine ruhige Restwoche, natürlich schönes Wochenende. In diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch einen guten Rauch. Haut da rein!